Gender Hate Speech, was kann man tun? Ich werde heute kurz über Analyse und Umgang zu dem Phänomen sprechen. Beginnen wir mal bei dem Problem an sich. Das Problem ist einfach, Hate Speech ist eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Gender Hate Speech meint in dem Sinne die Herabwürdigung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. In meinem Fall wäre das die Gruppe der Frauen oder der Frauensternchen. Das Problem in dem Bereich ist vor allen Dingen, dass wir es mit einer misogynen Kultur zu tun haben, die schon lange auch ohne das Internet besteht und diese gewaltvollen Strukturen, die sich gegen Frauensternchen richten, im Netz nochmal eine andere Sichtbarkeit erfahren. Im Falle des Hate Speech sind sie sozusagen im Bereich der Meinungsäußerung anzusiedeln. Dazu gehören auch digitale Gewalt und Cybercrime. Die sind sozusagen der übergeordnete Teil von Hate Speech an sich. Warum ist Hate Speech eigentlich nicht für alle gleich, in der Art und Weise, wie sie sie erfahren? Ich spreche hier vor allen Dingen heute über Betroffene und Betroffene sind Frauensternchen, aber auch LGBTIQ. Und diese große Gruppe erfährt häufig Hate Speech oder Abwertung aufgrund oder geschlechtsspezifischer Abwertung online. Betroffene Frauen sind häufig Journalistinnen, Politikerinnen oder Aktivistinnen. An denen kann man es sehr deutlich sehen. Vielleicht ein paar Beispiele sind Renate Künast unter den Politikerinnen, aber auch Savan Chebli. Dann haben wir Dunja Ayali, die als Journalistin sehr, sehr häufig und sehr lange sich schon mit ihrem Hate Speech auseinandersetzt. Dort bei Dunja sieht man auch sehr deutlich, wie sich Hate Speech auch nicht nur sexistischer Hate Speech sein kann, sondern sich sozusagen mit Rassismus verbindet und intersektional wirkt. Und bei der Frage der Aktivistinnen sehen wir auch eher, dass als Beispiel jetzt Luisa Neubauer von der Friday for Future Aktivistin, die sich sehr deutlich auch dagegen positioniert. Aber wir sehen das auch bei Influencerinnen, die einfach nur Produkte anbieten, vielleicht Beauty-Tutorials machen. Auch dort finden die in ihren Kommentarspalten Gendered oder Sexist Hate Speech. Ja, diese Frauen sehen wir besonders oder Frauensternchen sehen wir besonders, da wird es ja besonders sichtbar, der Hate Speech, aber es ist häufig auch eine Ressourcenfrage und es betrifft natürlich viel, viel mehr als solche, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen und dem besonders ausgesetzt sind. Diese Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben viel mehr auch die Chance, Ressourcen zu mobilisieren und die Frage ist dennoch auch, was ist eigentlich mit all denen, die nicht sichtbar die sichtbar Hate Speech erfahren, aber die vielleicht nicht die Öffentlichkeit haben und auch nicht die Ressourcen, um sich dagegen zu wehren. Das macht nochmal sehr deutlich, worum geht es hier eigentlich und welche Zahlen haben wir im Bereich Gendered Hate Speech überhaupt vorliegen. Das ist, da ist es sehr schwierig, Zahlen überhaupt zu bekommen von Studien. Ich nenne mal hier nur einige Beispiele, aber ein Bemühen, um dieses Problem zu lösen, wäre es auch umfassend und systematisch zu erheben. Eine Umfrage von Amnesty International sagt zum Beispiel, 23% der Frauen waren schon mal Cybergewalt ausgesetzt. Eine EU-Studie von 2014 belegt, 55% aller Frauen haben in den letzten 12 Monaten, also von 2014, sexistische Hate Speech erfahren und das EU-weit. Und auch bei dieser ganzen Erhebung muss man noch mal schauen, dass LGBTIQ als Gruppe überhaupt nicht in den Blick genommen wird und weiteres Problem bei der Erhebung dieser gesamten Situation ist auch, dass insbesondere jugendliche Mädchensternchen mit Hate Speech und auch sexistischer Hate Speech oder geschlechtsbezogener Hate Speech aufwachsen. Hier haben wir nur Zahlen, zum Beispiel aus den Forsa-Umfragen der Landesmedienanstalt NRW, die jedes Jahr erhoben wird. Aber wir wissen nie genau, welcher Anteil von Hate Speech dort sich vor allen Dingen auf das Geschlecht bezieht inwiefern sie besonders betroffen sind. Schauen wir jetzt noch mal in den Bereich, was man tun kann. Ganz kurz und ganz knackig zu schauen, okay, wir können erstmal auch die sozialen Medien als eine Form von Sichtbarmachung nutzen. Das beste Beispiel dafür ist MeToo, zu sehen, dass man damit auch politische Prozesse und Sichtbarkeit schaffen kann für emanzipatorisches Handeln.
Wir sehen hier vor allen Dingen auch die Kraft, die MeToo entwickelt hat, in der Art und Weise, wie ich auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen kann und mich mit einer großen Öffentlichkeit, aber auch mit anderen verbinden kann, in der Art und Weise, wie ich meine Erfahrung teile, dass ich eben nicht allein bin und dass das ein sehr wohl großes Phänomen ist. Diese Art von Schutzräumen und Unterstützung gibt es natürlich auch im professionellen Bereich. Das heißt, wir haben bereits bestehende Beratungsstrukturen, die sollten unbedingt ausgebaut werden und auch stärker auf dieses digitale Phänomen hin professionalisiert werden. Das heißt eben, dass Beraterinnen in dem Sinne informiert werden und auch im Bereich IT fit gemacht werden. Und auch, dass dafür Geld und Ressourcen bereitgestellt wird. Ein weiteres ganz normales kleines Ding, was wir hier heute tun können, ist eben diese Frage nicht einfach wegzuschauen, sondern Unterstützung zu geben. Das heißt, wenn ich vielleicht nicht betroffen bin, aber ich sehe, es gibt eine Betroffene im Web, in Kommentaren sich einzumischen, Unterstützung zu geben und Solidarität zu zeigen. Und das kann auch sein, dass ich einfach nur mal frage, bin ich die Einzige hier eigentlich, die das abwertend, sexistisch, nicht schön finde, um vielleicht auch so Community und Solidarität zu aktivieren. Wenn man sowas macht, dann sollte man sehr genau darauf schauen, dass man natürlich seine Privatsphäre-Einstellungen gut im Griff hat, sehr genau schaut, okay, wie spreche ich nach außen und auch mit welchem Klarnamen funktioniere ich oder nutze ich nicht besser ein Alias? Und auch zu schauen, okay, welche Daten gebe ich eigentlich von mir preis? Dann wollen wir Justiz und Polizei, dass die natürlich auch viel stärker sensibilisiert sind auf diesem Feld. Und im Bereich Erwachsenen- und Schulbildung insbesondere bestehende Schutzkonzepte zu den Themen Diskriminierung, Missbrauch und Gewalterfahrung, um die digitale Dimension des Gender Hate Speech zu ergänzen.